dich? Liegt hier jetzt eigentlich noch ein Toter oder nicht? Als wir die Kiste das letzte Mal gelootet haben, waren hier, glaube ich, 3 oder 4 kamen da. Hallo? Ist da noch einer von euch? Ja, ist er. Und der tut so, als wäre er tot. So, dann haben wir da unten noch den Wauwau. Da hinten sind die ganzen Viecher, die müssen wir ja töten. Ja, was haben wir jetzt müssen? So, mein Freund. Nicht mit mir, ja. So. Jetzt werden wir diese Kiste wieder looten. Die uns beim letzten Mal so ein bisschen einen Kraken gekostet hat. So, jetzt haben wir's. Hey, neues Rezept erlernt. Haben wir denn jetzt noch einen Hund? Da hinten sind noch 2. Komm. Komm, Fifi. Komm. Komm, komm. Alter. Alter, weißt du? Diese Scheißköter. Ganz ehrlich. Wir hätten natürlich auch so einen Move machen können, um wegzuspringen. Ja, hätte ich auch gerade gemerkt. So. Da haben wir die Hunde. Schnappen wir uns das Zeug noch, weil das brauchen wir, um unseren Sauerstofftank zur Not aufzufüllen. Dann haben wir da noch was, dann haben wir da noch was und da noch was. So, da haben wir noch Schäfchen. Ah, Mensch. So. Ah, der gibt jetzt wieder gut mehr. So. Und jetzt kümmern wir uns mal um diese Viecher hier. Na komm. So, aufgeräumt. Jetzt looten wir die Dinger noch. Und dann geht's rein in die Zone. Die Zäune sind schon Gold wert, muss ich sagen. Auch wenn sie nicht viel halten. Aber sie sind echt Gold wert. Und beim letzten Mal, ich habe übrigens nachgeguckt, wie wir da reinkommen in dieses komische Gebiet.
Und wir waren eigentlich schon dran. Und wenn ich natürlich nicht in Panik geraten wäre und weggerannt wäre, hätten wir es wahrscheinlich auch gesehen gehabt. Aber so ist es. So, jetzt werden wir uns nochmal was zum Essen reinknusen. So. Dann haben wir das Handy natürlich auf laut. Das ist auch sehr gut. Dann wird man uns hier nochmal was zu trinken reinknusen. Ja, ich weiß. So, und jetzt werden wir mal reingehen. Oh. Ne, werden wir nicht. Weil wir nämlich zuerst mal auf der Karte markieren müssen, wo wir eigentlich hin müssen. So, jetzt. So, und ich werde da gar nicht erst lang rumspielen. Wir werden gleich dieses Spiel machen, was wir beim letzten Mal gemacht haben. Können wir nämlich schon einige ausradieren. Na komm her. Ja, dann komm aber auch. Na komm. Eieiei. So, dich haben wir. Und dich haben wir auch. Und schon sieht's ruhiger aus. So. Wir räumen jetzt einfach Stück für Stück auf. Wir werden hier nicht wie das letzte Mal einfach panisch reinrennen, sondern einfach mal ein bisschen taktischer. Ja, ich weiß. Ich und taktisch. Ja, müssen wir auch ab und an mal machen. So. Dann haben wir noch leere Bierflaschen von den Viecher. Ja, die saufen sich ja auch jeden Tag hier. So. Ob wir da oben natürlich auch die passende Deckung finden, werden wir gleich rausfinden. Hier haben wir hier noch eine Kiste zum Looten. Da hinten kam auch gerade was Neues runter. So. Keep an eye on the remaining oxygen. 50% Sauerstoff, komm, den füllen wir kurz auf. Supply yourself with oxygen by using Kuban Energy. Ja, ich weiß. So, Sauerstoff wieder voll, Sauerstoff wieder gut. Kommt ihr hoch? Sehr schön.
So können wir euch natürlich auch ausradieren. Immer einen nach dem anderen. War's das? Lol. Ja, so geht das auch. Da hinten ist noch ein Einzelner. Ich glaube nicht, dass der uns töten wird. Boom, tot. Wie unsere Dingens-Tasche leuchtet. Das sind da viele Punkte. Weißt du, jedes Mal 700, das gibt schon einiges an Punkte. Wir müssen nur auf unseren Sauerstoffgehalt aufpassen, weil wir müssen nämlich nachher auch... Ja gut, wir kommen durch das Wurmloch zurück. Fuck, guck mal, wie viel Atem wir brauchen. Okay, wir werden jetzt gehen. Da oben sind noch zwei, das ist egal. Da hinten ist noch einer, das ist egal. Komm, wir werden schlagen. Wir müssen nämlich hier hinten hin. Ach da. So, weil jetzt sind wir nämlich schon drin. Was? Geh doch weg! So. Haben wir jetzt alles ausgerottet? Alter! Das ist ja voll der Höllenkampf. Da kommt noch was. So, auf jeden Fall sind wir drin. Und so funktioniert das Ganze. Wir müssen einfach bloß in den Zaun reingehen. Alter, haben wir gerade einen Topf eingesammelt? So. Da hat man kurz was verknusen. Obwohl 70 geht noch, nicht? So. Zäune haben wir noch hoffentlich genug. Aha. Sollen wir zuerst das Wurmloch aktivieren? Ich möchte eigentlich zuerst das Wurmloch aktivieren. Weil dann haben wir das weg. Komm, wir aktivieren zuerst das Wurmloch. Ist mir egal, wir aktivieren zuerst das Wurmloch. Dann können wir nämlich immer wieder hierher reiten.
Alter, was? Boah, fuck. Nicer Move. Alter, wie lange hast du denn? Ärmel. Naja, komm, ihr seid eh gleich down, bis ihr da seid. Buja. Yes, wir haben es tatsächlich geschafft. Juhu. So, jetzt können wir looten. Ich habe da immer so kleine Mikrohuckler drin, kann das sein? So, jetzt können wir auch diese Kiste hier looten. Ohne, dass es jemanden stört. Na komm. So. Rezept, Rezept. Sehr nice. So, was haben wir hier noch? Nehmen wir alles mit. Wir sind hier die Putzfrau. Räumen noch auf. Sehr gründlich, wir nehmen alles mit. Aha. Alles mitnehmen, alles was wir finden. Stühle brauchen wir für daheim. Einfach alles mitnehmen, was wir finden. Alles. Huch. Ja, und jetzt gehen wir mal zu dem. Halt, das ist ein Eisen. Oh, kostbares Eisen. So. Haben wir alles. Haben wir alles. Trinkwasser auffüllen. Wenn es bloß mal sauberes wäre. So. Küche war auch gelootet. Nehmen wir noch den Herd mit und so. Ach, wir haben keinen Strom. Okay. Boah, wir müssen auf unsere Sauerstoffanzeige achten. Die füllen wir nochmal kurz auf. So, die geht wieder kaputt, klar. Die Frage ist, ob wir kurz heim sollten. Ach ne, die können wir müssen mit heimnehmen. Na dann. Ich wollte gerade sagen, halt mal. Ja, jetzt warte mal, ja. Erstmal looten noch alles. Und jetzt können wir heim. So. Na dann. Ab nach Hause.